Ich grüße euch, Freunde der Sentitos, und willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ich spiele heute als Dwight, denn heute kam der neue Spalt online und da will ich mal ein bisschen reinsuchten, sag ich mal. Ich spiele mit Wir schaffen das, wir werden ewig leben, beweise dich und wieder aufleben. Meine Rift-Aufgabe ist, ich soll andere Überlebende vom Haken retten, aber es muss eine sichere Rettung sein. So, dann wurde sich hier die Fleischfabrik gewünscht. Ich hoffe mal nicht, dass wir einen Stealth-Killer haben. Denn ich habe auch schon private Spiele gespielt und das waren 4 Stück. Und 2 davon waren gegen Ghostface und 2 davon waren gegen Piggy. Also Stealth-Killer scheinen wieder in zu werden. Also wäre es mal schön, heute noch einen anderen Killer zu kriegen. Und morgen am 29. soll das Blutpunkte-Event starten. Außerdem gibt es ein kleines Einlog-Event zur Zeit in DBD. Gibt es Blutpunkte und Rift-Fragmente. Und es gibt auch einen neuen Code, den man im Shop benutzen kann für 2 neue Anhänger. Das alles findet ihr unter dem Reiter Neuigkeiten oder wenn ihr euch zum ersten Mal einloggt, wird es euch sofort aufgeschmissen. Aber bis jetzt hatten wir noch keinen Terrorradius und das macht mich so ein bisschen kribbelig, muss ich sagen, weil wie gesagt, ich heute nur gegen Stealth-Killer gespielt habe. Über uns wird gejagt, da ist eine Palette zerbrochen, das heißt, wir laufen nicht nach oben. Oh, 2 Gens wurden gemacht. Noch keiner am Haken. Leute, ich muss euch vom Haken retten. Lasst euch mal schnappen, bitte. Damit ich meine Rift-Aufgabe fertig bekomme. So. Ich mag ja die Fleischfabrik überhaupt nicht, ne, weil ich hier nie so weiß, wo ich langlaufen soll, tatsächlich. Ich möchte in dieses Badezimmer. Oh, hallo. Wir laufen auf uns mal hinterher, ne? Vielleicht. Ah ja, guck mal, wir sind. Ah, der ist schon fertig. Ah. Ja, natürlich. So wird ein Schuh draus, ne? Oder sowas. Na, dann gehen wir mal hoch, ne? Oh, hier ist ein Jen. Hier ist ein Jen. Na, gehen wir mal dran. Jetzt haben wir die Yui verloren, die hätte mit hier dran gekonnt für mehr Blutpunkte durch Beweise dich. Jawohl, es ist ja hier ein kleiner Gen Rush. Gegen welchen Killer spiele ich? Bitte, Killer, zeige dich. War das gerade der Killer? Michael Myers? Oder was? Ich habe es gerade nicht gesehen. Keine. Ja, Michael, hallo. Ich denke mal, es ist ein Spiegelmeier-Stand, denn, ne? Ja, Spiegelmeiers. Weil die Map wurde sich ja hier gewünscht. Ja, dann kann ich jetzt bis in die Unendlichkeit hier loopen. Weil Spiegelmeiers kriegt keinen Blutrausch. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Schon länger nicht mehr gegen einen gespielt, tatsächlich. Ja. Ah, wow, da kommt der Disconnect vom lieben Michael. Ja, schade. An der Stelle. Ich will kurz gucken, ob es ein Spiegelmeiers war. Er hat den zerkratzten Spiegel. Es war kein vollwertiger Spiegelmeiers-Bild. Ja, sorry, Leute. Leute, sorry, so rum. Da, so rum. Funktioniert es besser. Das ist ja keine Runde. Ich mache einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Dwight-Runde. Bis gleich. Und willkommen zurück, liebe Freunde des Sentitus, zur zweiten Dwight-Runde.
Macmillan-Karte wurde sich gewünscht. Es kann also kein Spiegelmeier sein. Und wenn doch, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Hallo, Feng. Es ist eine Nurse. Oh, scheiße. Also Leute, ich spiele selber keine Nurse, weil ich kann sie nicht. Aber der Kollege hier, der will's wissen. Wenn man Nurse lang genug geübt hat, das ist Holz, wir sind nicht bei Minecraft, dann wird man ziemlich stark mit der guten Dame. Das kann ich euch sagen. Aber die braucht wirklich, 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 wirklich eine Menge Übung. Haben wir sie abgeschüttelt, wunderbar. Damit die Teleports sitzen. Ich schaffe, wenn es hochkommt und wenn ich mich richtig anstrenge mit ihr, den brutalen Killer. Aber wird aber trotzdem ordentlich lang gemacht. Aber wenn du sie wirklich kannst, der Nurse ist der stärkste Killer in-game, dann hast du keine Schnitte als Überlebender. So, und da wurde der erste geschnappt. Hat sie Ruinen, hat sie nicht. Das heißt, wir können retten gehen. Wo wird die hinge... Oh, in den Keller, ey. Es ist nicht wahr. Okay, wir werden das tryen. Was gist die denn da hinten rum? Ich dachte, die wäre in der... Oh, Leute. Fake News. Da hatte ich ein paar Fake News. Okay. Schnell den Sanikasten mal benutzen. Dafür habe ich ihn ja mitgenommen. Mit einem grünen Addon. So, Nurse Calling. Geh weg da jetzt, Nurse. Ich will retten. Auf zu campen. Geh weg. Genau, so. Leute, ihr macht es mir aber euch nicht einfach. Oh, natürlich hat sie ansteckende Angst. Why not? Okay. Kommt der nächste in den Keller. Freue mich schon. Oh, Leute, es ist doch nicht euer Ernst hier, ey. Die hätte einfach weggehen sollen von der. Ich will retten gehen. David King. Mr. King, ich will retten gehen. Oh, die sieht mich. Ja. Ah, David, geh retten jetzt. Ich hab sie. Okay, er hat gerettet. Aber ja, es ist wieder ein Dilemma da. Ey, es ist nicht wahr. Ja, Tunnelpunkt-Exe, komm, hab einen Entscheidungsschlag oder... Oh, Leute, 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 was ist hier los? Also eigentlich seid ihr da irgendwie gerade so ein bisschen selber dran schuld, ne? Die Verletzte, ich weiß gar nicht, wer das ist, eine Clödia, hätte einfach weggehen sollen von der Hütte. Oh, Leute. Was haben wir denn jetzt für ein Slugfest, hä? So, du kommst mit. Bringt die nicht in den Keller. Ne, jetzt gar nicht aufgerufen. Alter, David hat die eingesammelt. Oh, Leute, ey. Er will es aber auch schon wissen, ne? Er spielt mit ansteckender Angst, also. Er scheint ja eigentlich dann doch was auf dem Kasten zu haben mit der Nurse. Weil sonst würde er diese Perk-Kombi, also diesen Perk, nicht mitnehmen. Und bis jetzt hat er auch schon gut gemettert, der Perk. So, jetzt gehen wir retten. Ah,
Wir machen nicht. Was portest du dich denn hier hin? Ja. Ganz weit weg von der Killerhütte. So dass irgendeiner retten gehen kann. Aber die portet, ja, die ist so ein bisschen camp. Ich will nicht sagen campy. Also das wäre das falsch. Also da würde ich was Falsches erzählen. Aber der ist schon so ein bisschen. Er verteidigt das Gebiet um die Killerhütte. Also er geht da nicht weg. Also er campt jetzt nicht direkt, aber er ist da. Er ist auf der Hut. Da sage ich mal, ne? Ja, jetzt haben wir unseren. Ah ne, doch nicht. Wurde noch gerettet. Aber bringt nichts. Keine geliehene Zeit dabei gehabt. Okay, jetzt müssen wir Generatoren machen, Leute. Bringt ja irgendwie nichts. Lässt die liegen. Soll ich retten? Ja, komm. Ne, okay, wird auch eingesammelt. Okay. Der Zug ist abgefahren. Kein Entscheidungsschlag dabei. Schade. Hallo, Feng. Ja, komm, beweise dich. Mal richtig hier reinmettern. So, scheint aber kein Barbecue dabei zu haben. Hoffe ich. So, der David ist verletzt, die Feng ist verletzt, die Feng werde ich jetzt gleich heilen. Na Feng, es war schön mit dir. Und sie wird wahrscheinlich auch Noet haben, da die deft ihre Generatoren 0. Ja, natürlich ein Pop. Zack, da habe ich gefailt. Ich hätte einfach hinter dem Baum bleiben sollen. Leute, das war... waghalsig. Nurse. Die anderen hast du zwar alle easy gekriegt, aber ich bin nicht so leicht. Kriege ich es irgendwie in den David aufzuheben? Ich glaube nicht. Die Runde ist leider lost. Ja, da, das war ein guter Blink hier. Das war ein sehr guter Blink. Da hat sie mich leider erwischt. Ja, die anderen haben sich zu leicht abholen lassen. Also was heißt leicht abholen lassen gegen den Nurse? Ist halt schon schwierig, wenn sie gut ist. Deswegen sage ich immer, so lilaner Rangbereich gegen Nurse können schon schwierig werden. Wir gucken mal, ob die 4% reinhauen. 4%. Leider nichts. So. Die Luke dürfte gespawnt sein. Ich hoffe, der David rabbelt da in die richtige Richtung. Denn ich werde mich jetzt sterben lassen. Um ihm die Chance auf die Luke noch zu gewährleisten. So. Und das war's mit uns. Ja, es hat halt angefangen an der Killerhütte. Die, ich weiß gar nicht, war es eine Claudette? Ich habe da echt nicht so drauf geachtet. Ja, es war eine Claudette, hier haben wir ja eine. Die hätte einfach, weil sie war verletzt und hat die Nurse an der Killerhütte geloopt. Also, und dann konnte ich halt nicht retten gehen und dann war sie auch im Keller. Und dann hat das angefangen zu mattern. Na, also, sowas nie machen, Leute. Sowas wirklich nie machen.
Ich konnte diese Runde wieder keinen retten. Die letzte Runde ist der Killer einfach gequittet. Kommt der David jetzt noch raus? Nee, er geht auch in den Keller. War trotzdem eine interessante Runde. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Dann würde ich sagen, wir hören und sehen uns im nächsten Video. Bis denne!